Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Engrammtag beim Titan. Ich habe ein paar Engramme zum Entkrypten und zum Öffnen, die man sich gerne haben möchte. Ja, wollen wir mal schauen, was da rauskommt. Ich könnte noch ein paar Meisterwerkwaffen gebrauchen und was bei den Erleuchteten rauskommt. So, wir gehen erstmal gucken, was ich überhaupt alles öffnen kann. Mal gucken, was habe ich hier noch am Blinken. Das kann erstmal weg. So, also hier sehen wir schon mal direkt 9 legendäre Engramme und ein erleuchtetes Engramm. In der Poststelle sind auch noch ein paar Sachen. Mal gucken. Nicht viel, aber ein bisschen was. So, also insgesamt haben wir dann 12 legendäre, 2 erleuchtete und ein Exo. Wie gesagt, ich habe das, was Engramm da ist, hier habe ich gefarmt mit Medaillon, also mit Einsatztruppen-Medaillon aktiviert und 3 der Münzen aktiviert und ungefähr 3,5 Stunden Spielzeit. Also alle Engramme, die ihr jetzt seht, die ich jetzt hier aufmache, habe ich dann wirklich 3,5 Stunden durchgefarmt. Habe dann alles erledigt, alle meinen Steine der Zeit und das ist jetzt mal rausgekommen. Mehr habe ich jetzt nicht gekriegt, also eigentlich eher ein bisschen mau, aber naja, besser als gar nichts. Und jetzt sehe ich erstmal ein bisschen was aufmachen. Was kann ich für dich tun? Guck gleich nochmal im Inventar, was ich da noch vielleicht öffnen könnte und was nicht. So, einmal legendäres Engramm mit 10 Power. Ich habe keine Ahnung, wo ich das her habe. Okay, Zerstörungskomplex einmal hier. Retrograde Zeichen. Terra Concord Faustlinge oder Fäustlinge. Terra Concord Helm. Ja, tolle Sachen eigentlich. Dann Maestro 46 Power Waffe, okay. Dann haben wir hier Kerak Typ 2. Dann hier Skate Lock oder was ich wie das genannt wird. Dann haben wir noch Retrograde TG 2. Und zum Schluss haben wir hier Grabrede SI 4. Ja, nichts Tolles eigentlich. Na egal, Material kann man immer gebrauchen. Ja, schade, keine Meisterwerkwaffe dabei und auch keine Exo-Waffe. Nix dabei. Kann alles weg. Freue ich mich. Ja, schade. So läuft's. So läuft's auch nicht. So ein Pech. So, Scharfschützengewehr, Maestro 46. Kenne ich gar nicht, aber macht auch nichts. Ich habe meine einmal klatschen, die finde ich ganz gut. Die hier haue ich jetzt weg. Das zu Low-Level-mäßig. Dann haben wir hier noch Retrograde-Zeichen. Ja, das kann alles weg. Alles, was ich gekriegt habe gerade, das brauche ich alles nicht. Warum das in die 10 getroppt ist, habe ich keine Ahnung, weil das ist ein bisschen komisch. Aber warum, weiß ich nicht. Wisst ihr vielleicht, wo das herkommt? Ich weiß nämlich nicht. So, die kann alles weg hier. Wie gesagt, 3 legendäre Bruchstücke immer schön und 3 Waffenmeistermaterialien kann man immer gebrauchen. Braucht man auch. So, ist teuer. Dementsprechend bin ich ja zufrieden damit. So, dann lassen wir ihn kurz mal den Kram rausholen, der noch hier so rumfliegt. Das Geräusch ist immer schick, ne? Das macht immer Spaß. Geräusch hört sich immer gut an, aber was rauskommt, ist meist nicht so gut. Aber insgesamt ist das schon ganz nett. Das Geräusch mache ich jetzt. So, dann haben wir hier noch ein paar Sachen, wie gesagt, 3 legendäre nochmal eben schnell. Mal gucken, was in dem Exo gerade drin ist aktuell. Wie gesagt, das ist nur prozentual höhere Drop-Chance. Nichts, was ich nicht schon habe. Also ist dann eh egal. Ich glaube, ich habe fast alles beim Titan. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ja, ich glaube, ich habe fast alles. Sollen wir dann anfangen? Ja, können wir. So, was haben wir hier? Kann ich lesen? Schlechte Neuigkeiten. Charakter 2 Helm. Und Zerstörungskomplex. Na toll. Nichts Besonderes. Ja, ich mach das Exo jetzt einfach auf. Egal, kommt eh Low-Level raus. Brauche ich eh nicht wahrscheinlich. So, Arbeitstier. Ja. Brauche ich eh nicht. Schade aber auch. Hast gleich direkt erstmal an der Poststelle gewandert. Schade, wollte ich noch kurz zeigen. Arbeitstier kann man spielen, muss man nicht. Wie gesagt, wenn man eine andere Waffe hat, sollte man da lieber eine Waffe für den Slot brauchen, für den Exo-Slot. So gut ist sie jetzt nämlich nicht. Aber man kann sie spielen. Aber es ist halt nicht weltbewegend, ne? Sagen wir es mal so, da gibt es einige legendäre Waffen, die sind 1000-mal besser. So, wir gucken sie trotzdem noch mal kurz an. Ich sehe nach. 334 natürlich auch nur. Ist natürlich klar, weil es war nur ein 329er Power-Level-Engramm, also Exo-Engramm. Aber jetzt die Automatikgewehr. Ich liebe meinen Job. Alles klar. So, da haben wir Zahltag, größeres Magazin für bessere Präzision, wenn aus der Hüfte gefeuert wird. Da haben wir hier einmal Polygonlauf, dann noch Großkalibergeschosse, dann hier einmal noch kommen wir zum Geschäft und dann hier haben wir noch Kompositschaft. Ja, eingebaut hier ist der Waffenangriffsmod und Ornament, wie ich es einsetze. Ich zeige es kurz an, die Arbeit des Ornament. Sieht das dann so aus. Ganz schick, oder? Schon golden. Ich zeige es kurz mal, wie es aussieht, wenn man das trägt. Einfach nur für die Show sozusagen. So.
dazu. So sieht's aus. Wenn man die hinten auf dem Rücken trägt. Ja. Ganz okay, ne? Minigun-mäßig. Da kann man spielen, muss man nicht. Aber sonst, ein Ornament ist schon ganz goldig, sag ich mal so. Aber nichts, wie gesagt, nichts Tolles. So, dann gehe ich mal kurz die Waffen wieder zurück hier, die ich vorher drin hatte. Die will jetzt recyceln. Mal gucken. Können wir uns dann mal gucken, was es da immer schon für Materialien gibt. Da gibt es nämlich dann 5 legendäre Bruchstücke und 3 Waffenmeistermaterialien. Ja, gern gesehen. Ja, noch morgen, ne? Wartungsarbeiten, Serverwartungsarbeiten. Man ist gespannt, wie die Fraktionsverlieh morgen wird. Und dann kommt morgen ja noch guter Patch, hoffe ich. Und dann wird vielleicht ein bisschen mehr an Loot rauskommen. Und ja, die haben schon ein bisschen was veröffentlicht an neuen Infos, was die machen wollen. Die wollen spezifische Drops machen und auch Dämmerung soll anders belohnt werden. Die Dämmerung soll umgekrempelt werden, soll dann nicht mehr nach Zeit gehen und so. Aber es kommt erst alles im Februar, so wie ich es mitgekriegt habe. Und morgen der Patch, mal gucken, was der so bringt. Ich bin mal gespannt, aber naja, werden wir dann sehen. Wie gesagt, ich werde morgen auf jeden Fall abends noch wieder zocken und natürlich dann auch Dämmerung, alles andere und Fraktionsready, die werde ich morgen auch anschauen, alles Mögliche. Und dann muss ich mal gucken, welche Fraktion ich mit welchem Schar wähle. Müssen wir gucken, weiß noch nicht. Aber jetzt haben wir ja noch 2 erleuchtete Engramme. Ich hoffe, da kommt was Erfreulicheres raus als das, was ich eben gekriegt habe. So, 3, 2, 1. Okay, Delfinenwellenhülle. Okay, und so Rüstmodul Shine Shader und Hüterweiß-Teleport-Effekt. Okay. Ja, nicht so geil. Gothic Horror. Ein Exo-Waffen-Warlock-Ornament. Okay. Und Shader Wassermelone. Ja. Danke, das ist doch schon mal nett, dass ein Exo rauskam. Zwar ein Ornament, aber immerhin. So, der Geist. Gucken wir zu meinem Mann hier. Delfinenwellenhülle. Ja. Was für die Ladies, sag ich mal, ne? So, für Geister, die mehr Weisheit besitzen, als wir jemals erahnen können. Okay, was haben wir hier? Verbesserter Solaranalysator, so. Generiert Waffenmeister-Telemetriedaten für Solarwaffenkills. Und dann haben wir noch verbesserter Arkus-Analysator. Generiert Waffenmeister-Telemetriedaten für Arkus-Waffenkills. Ja, brauche ich eigentlich nicht, weil ich hätte lieber Geister, die mir dann Truhen anzeigen und auch Materialien, so wie der hier. Also, da gibt es natürlich viel, viel bessere. Ne? So, hier spüre Ressourcen innerhalb eines 30 Meter Radius auf Merkur auf. Man bekommt 10% mehr Glimmer auf Merkur. Sowas, sowas braucht man, aber das hier brauche ich nicht. Deswegen werde ich die Hülle jetzt auch erstmal recyceln. So, es gibt nämlich 102 Glanzstaub. Sehr nice. Und dafür hole ich mir nämlich dann immer, wenn ich das so gemacht habe, weil einige Sachen braucht man halt einfach nicht. Was kann ich für dich tun, Hülle? Hole ich mir dann immer schön diese Medaille hier. Und wenn ich dann halt meine Meilensteine erledige, dann aktiviere ich meine, weil da kriege ich dann schön erleuchtete Engramme für, wenn ich mehr EP farme, etc. So, jetzt gucken wir uns erstmal nochmal schnell das an, was ich gekriegt habe hier. Und zudem habe ich hier noch, glaube ich, Geschenke drin. Kann ich auch öffnen hier. Geschenk mit Everversum-Shadern. Wir machen es mal eben auf. Okay, Sorus-Modul-Shine-Shader und Metro-Verschiebungs-Shader. So, hier haben wir Gothic-Horror. Verändere mit diesem Waffenornament das Aussehen deiner Kahnsteinarmbinden. Sobald du ein Ornament erhältst, wird es für alle Charaktere auf deinem Konto freigeschaltet. Vorschau kann ich, glaube ich, gerade, kann ich das machen? Ne, kann ich nicht, weil ich bin ja nicht der Warlock. Schade aber auch. Aber das gab es jetzt halt. Schade, kann ich jetzt gerade nicht zeigen. Dann haben wir noch Hüterweiß-Teleport-Effekt, aber den hau ich gleich direkt weg. So, gibt es auch noch Glanzstaub für. Na, die anderen Sachen lasse ich noch drinne. So, Shader haben wir hier was gekriegt. Metro-Verschiebung haben wir Shader gekriegt. Das würde so aussehen, wenn ich alle einsetzen würde. Sieht auch ganz cool aus eigentlich, finde ich. Oh, hat schon was. So, was würde ich kriegen, wenn ich hier so einen Shader zerlege? Mal gucken. Hier würde ich Glanzstaub für kriegen. 9 Glanzstaub und jetzt nochmal 26. Rechnen kann ich nicht, aber es ist sehr viel. So, da haben wir noch Sorus Modul Shine hier einmal. So würde es aussehen, wenn ich überall den Shader einsetzen würde. Wenn es laden würde. Ja, geht eigentlich auch noch. Hat irgendwie was vom Mars Trooper, ich weiß auch nicht warum. Dann gucken, was ich kriege, wenn ich hier eins zerlege. Auch wieder Glanzstaub. Und zwar 10 dieses Mal pro Stück. Oh. Die Beine lohnt sich ja richtig hier. Dann haben wir noch Wassermelone. Shader. Das ist ja. Bin ich so ein Frosch oder was? Ja. Sieht auch so aus. Das sieht nicht so schick aus. Die haue ich mal ganz weg. Mal gucken, was ich dafür kriege. Okay, Glanzstaub 9, nochmal 9. Und nochmal 9. Nee, gar nicht wahr.
unterschiedlich. Na, nee, es läuft, sagen wir es nur so. Dann, der Rest ist alles Pupsi, sag ich mal, das braucht man nicht hier. Ja, aber man kann, wie gesagt, mit einigen Shadern und auch einigen anderen Sachen kann man noch ein bisschen Glanzstaub rauskitzeln hier, wie man weiß, ne? Und was nicht braucht, recycelt es gleich. So, habe ich hier noch irgendwas, was man hier nochmal irgendwie einsetzen kann oder so? Nö, ich glaube, da habe ich jetzt alles eingesetzt. Ein paar Sachen noch übrig. Wie gesagt, Geschenk mit Foe-Token, das sowas bringt überhaupt nichts mehr. So, toll, super, Tokens gekriegt. Brauche ich aber nicht. Ja, da habe ich jetzt alles eingesetzt, würde ich sagen. Und dann bin ich morgen mal gespannt, was der Patch bringt, wie gesagt, und was die Fraktionsrally bringt und etc. und alles andere auch und was noch alles für neue Infos rauskommen. Bei Destiny 2 muss auf jeden Fall noch was gemacht werden von den Machern, weil sonst wird es langsam ein bisschen blöd. Aber sonst, morgen Meilensteine sind wieder dabei und ich werde sie erledigen. So, danke fürs Zusehen und zu hören, zu sehen und alles. Wir sehen uns dann wieder hier auf diesem Channel. Reingehauen. Tschüss.